Hallo Welt, da sind wir wieder auf der Jagd. Richtung Westen diesmal. Ja, schauen wir doch mal, ob wir hier über den Berg kommen oder am Berg vorbei. Es ist immer noch relativ leer, aber immerhin ist da vorne ein Eichhörnchen rumgehüpft. Ich dachte, das könnte man einsammeln. Wir versuchen gar nicht erst hier rüber zu kommen oben. Oder? Ist das hier vielleicht ein Weg? Könnte, sieht mir aber ehrlich gesagt nicht ganz danach aus. Nein, ich glaube nicht, dass es ein Weg ist da. Wow, da müssen wir einmal ganz runter, oder? Oder könnte das da vor uns... Oh, Vorsicht! Ein Weg sein. Hoppla! Ja! Da kommen wir rüber. Ich denke, auf der anderen Seite haben wir eine bessere Sicht. Hey, nicht abhauen! Oh, das ist aber ein großer. Aber wir haben genau in den Kopf getroffen, also das sollte jetzt hier irgendwo liegen, das Tier. Sind wir irgendwie schlechter geworden im Fährtenlesen? Ah doch, da ist was Blutiges, eine rote Spur. Oh, das war aber auch nicht gut. Ich dachte, wir hätten das Messer in der Hand. Aber so geht's auch. Wow, so schnell. Ah, da bist du ja. Und so ein großes Ding. Wow. Naja, du kennst das ja. Übrigens, wir haben was für dich. Streicheleinheiten. Essen. Und ja, wo wir gerade mal hier so schön stehen, striegeln wir dich auch mal eine Runde.
Los. Richtung Western, über diesen Berg dort dürfen wir noch, der vor uns liegt. Oh, Vorsicht, das sind wieder Pferde, oder? Ja, nicht, dass wir wieder ein Pferd erschießen, aus Versehen. Tennessee Walker. Die Federn auch. Haben wir die Federn jetzt auch verkauft? Davon können wir, glaube ich, auch nur 10 tragen. Also sollten wir die auch ruhig immer verkaufen. Und Waschbär. Ein Fuchs. Die halten aber auch immer was aus, die Füchse. Was war hier zum Einsammeln? Ach, die wilde Möhre. Die sollten wir schon kennen mittlerweile. So, vom Aussehen her müssten wir das eigentlich sofort erkennen. Da sind wir aber wieder dran vorbeigelaufen an irgendwas. Ja, hier im Wald könnte es Oregano und Ginseng geben. Das ist aber kein amerikanischer Ginseng. Ja, kein Oregano, aber Ginseng ist es. Gut, 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 gut. Richtung Westen weiter. Das ist aber auch schön hier. Und das ist alles schön hier, das ist... wie in der Natur hier.
Ach, die Ente. Die hätte uns doch ein paar Federn bringen können. Ja, das verstehe ich nicht ganz mit den Brombeeren. Ich glaube nicht, dass wir irgendwelche gegessen haben. Vielleicht haben wir welche verkauft, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Vielleicht verderben die Lebensmittel ja doch. Und dann vielleicht auch die Felle und so weiter. Das war ein Elch, oder? Das könnte der Bär gewesen sein da vorne. Ich denke mal, die greifen an. Das machen sie gar nicht. Oh, so ein kleiner. Kommen wir da oben wohl rauf? Na, es sieht mir nicht so ganz danach aus. Nein, vielleicht da. Vorsicht. Vorsicht. Nicht ausrutschen. Ah, Vorsicht! Erstmal wegschmeißen das Zeug. Tja, das sieht mir aber auch nicht so aus, als würden wir es schaffen, da rüber zu kommen. Sieht mir ganz schön steil aus. Oh, hoppla. Ja, okay, wir versuchen es gar nicht weiter. Wir gehen brav hier runter, suchen einen Weg. Aber hier ist kein Weg. Ah, da ist uns der Hase durch die Lappen gegangen. Aber der war sowieso viel zu schnell. Oh, was haben wir denn hinten drauf? Ein besseres Fell, oder? Ich glaube, dieses hier müssen wir wirklich wegwerfen. Voll schade. Vielleicht legen wir es auf den Weg, dann kann es jemand anders noch aufheben, wenn da jemand vorbeikommt, aber... Die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering. Ist das hier ein Weg zufällig? Nein. Vergessen wir die Idee mit dem Weg. Irgendein Tier wird das hier schon finden, denke ich. Ich möchte das da haben. Wir kommen hier gar nicht über den Berg. Der ist viel zu bergig, der Berg.
Oder sehen wir irgendwo einen Weg, eine Straße oder so, dass wir hier rübergehen könnten oder so. Oder so, oder so, oder so. Nichts. Es sieht so aus, als könne man hier rübergehen, aber das wird gleich zu steil sein, denke ich. Ja. Oder sind wir schon wieder am Rand der Karte vielleicht? Außerdem ist das ja Richtung Süden. Wir wollten Richtung Westen, ja, weil der Berg ist doch hier im Weg. Was sagt die Karte? Na klar sind wir am Rand der Karte. Ja, auf gar keinen Fall. Hier müssen wir ja nicht lang. Obwohl, ja, Westen. Ja, da wäre ja noch ein Stück da unten. Also schön, gehen wir in Richtung See, Richtung Strawberry schon wieder. Ja, und dann hier zu den Tall Trees hier. Oh Mann, ja. Wir kommen von Strawberry nicht weg. Nichtsdestotrotz finde ich die Idee sehr, sehr gut. Also, die Idee mit dem Ende im Gelände. Und dass man da so runterrutscht und es einfach nicht schafft, darüber zu kommen. Ja, sonst kann man sich recht frei hier bewegen, außer natürlich an den Kartenenden. Also, dann laufen wir jetzt aber wieder zurück. Das ist Richtung Osten. Wir kommen aus dem Osten. Wir waren schon dort. Prima! Alle Enten verscheucht. Sehr schön gemacht. Außenrum. Wir gehen um den See herum, da außenrum. Hey, ein Angler. Was machst denn du hier? Verkaufst du uns deine Angel? Ach, guck an. Lassie ist wieder weg. Immer wenn wir sie brauchen, ist sie weg. Wir brauchen dich doch, Lassie. Wir können doch immer nur eine Rolle tragen. Du kannst viel mehr tragen. Der Entenmann. Der tut Enten gar nichts an. Hat er versucht zu reimen jetzt. Aber hier scheinen mir jetzt auch wesentlich mehr Tiere zu sein. Das ist, wir dürfen nicht am Rand entlang gehen. Ich glaube, am Rand gibt es auch nicht so viele Tiere. Das wird es wohl sein. Ist das ein Biber, der da schwimmt? Eine Schlange ist es nicht? Ein Fisch? Wahrscheinlich auch nicht. Und eine Schildkröte? Könnte es in dieser Gegend eigentlich auch nicht sein. Ah, ich vermute, es ist ein Biber. Da auf dem Wasser. Oder eine Ente. Nein, wohl eher ein Biber oder so etwas. Der greift uns an. Hey, sind Biber so aggressiv? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, Biber sind total nett. Getötet von einem Biber. Das habe ich noch nicht gehört, aber naja. Alles schlechtes Fell haben wir nur hier. Na los, weiter geht's.
Keine Müdigkeit vortäuschen. Weiter geht's. Ich frag mich, wie du hier rumkommst, Lassie. Ah, hier ist doch ein Weg. Du musst das nicht essen. Ah, Biber stinken auch. Die haben auch diese Geruchsdrüsen. Aha. Ah, die Tiere beim Baden, die werden wir nicht abmurksen, oder? Ah, da müssen wir ja wieder ins Wasser, so weit raus. Ah, nee, das lassen wir mal. Nicht, dass wir wasserscheu wären, aber wir wollen sie nicht stören beim Baden. Hier waren auch Biber am Werke, aber technisch ganz schön begabte Biber. Na, das ist ja schön. Oh, wir sollten was essen. Ah ja, klar. Und wo kam das Wasser ursprünglich her? Naja, da muss eine Quelle sein da oben irgendwo. Da ist doch dieser kleine Fluss. Ah, ja, ja, da kommt was aus den Bergen. Sind es wieder Wildpferde? Das ist der große Elch. Oha. Der mächtige Elch. War schon klar, aber wir haben trotzdem getroffen, mitten in den Kopf rein. Vielleicht ist er so anständig und legt sich einfach friedlich auf den Boden. Da war was zum Einsammeln. Klöttenwurz. Der Elch ist weg. Noch mehr Klettenwurz. Der Elch ist immer noch weg. Da rennt jetzt ein Elch mit einem Pfeil im Kopf herum. Oh, da hinten ist er doch. Nicht im Wasser verenden, wir kriegen dich da nie raus. Boah, so ein Elch hält ja was aus.
Jetzt haben wir ihn. Okay. Für einen Elch gehen wir auch mal schwimmen. Und der Elch ist weg. Der taucht irgendwann wieder auf, aber dann will den auch keiner mehr haben. Oh, wie schade. Amenno. Aber die Pfeile haben wir teilweise wenigstens wiederbekommen, also ist das nicht ganz so tragisch jetzt. Nicht ein ganz so großer Verlust. Weg vom See. Jetzt haben wir den Elch beim Baden gestört. Das ist ja auch nicht richtig. Ich weiß, ich habe dich falsch getroffen. Ich dachte, das wäre dein Kopf. Das war aber das andere Ding. Das Gegenteil vom Kopf war das. Aber mit so einem Pfeil da hinten drin kann man leben. Ach, Kehr. Wieder ein Pfeil verloren. Das ist, oder? Ist das zu weit? Nee. Nein, bei mir regnet es auch. Du darfst nicht auf mir reiten, Lassie. Du meinst nur, du dürftest, weil es so regnet, vielleicht. Wollten wir nicht auf die andere Seite des Flusses darüber? Ich glaube schon, oder? Ja. Ich meine doch. Oh, eine Birne. Na endlich. Besonders Obst.
Ja, die Dose auch. Oh, eine leckere Wurst, gesalzenes Rindfleisch. Ja. Ich würde den Kessel mal mitnehmen, dann hätten wir schon mal einen. Sollen wir uns hier ausruhen ein wenig? Ja, dann beenden wir damit die Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.